Unser Landkreis weist eine Vielzahl von Orten spiritueller Prägung auf. Ich denke hier beispielsweise an die Klöster in Scheiern oder in der Oase Steinerskirchen. Daneben haben wir gut erhaltene Klosteranlagen in Geisenfeld, in Hohenwart und in Ilmünster. Wir haben stattliche Ortskirchen, schmucke Kapellen, Feldkreuze und Martal. Der Markt Hohenwart hat jetzt begonnen, sogenannte Kapellenwanderwege auszuweisen. Dieses Angebot wollen wir in den nächsten Jahren erweitern. Ich lade Sie also ein, machen Sie sich bei uns auf den Weg zu unseren Orten der Ruhe und der Einkehr. Wir sind hier in Hohenwart vor einer der 30 Kapellen und Bildstöcke unserer 5 Kapellenwanderwege. Diese Kapelle hat eine sehr interessante und alte Geschichte. Im heutigen Volksmund wird sie meistens nur noch Wendelin-Kapelle genannt. Aber wir wissen, dass diese Kapelle früher den Namen Armen Sünderkapelle führte. In der Nähe hier befand sich das Galgenfeld. Der Markt Hohenwart hatte im Mittelalter das Recht auf Stock und Galgen. Somit wurden hier die armen Sünder, die Verurteilten, vorbeigeführt und konnten dann vor der Richtstätte ihr letztes Gebet beten. Ein Kleinod auf unseren Kapellenwanderwegen ist die Schlosskirche St. Nikolaus hier in Schenkenau. Sie gehört vom Gemeindegebiet her nach Weidhofen und landkreismäßig nach Neuburg-Schrobenhausen. Allerdings befindet sie sich im Eigentum der katholischen Pfarrkirchenstiftung St. Georg Hohenwart. Eine lange, sehr alte Geschichte bis ins 12. Jahrhundert zurück können wir hier verfolgen. Das Rittergeschlecht der Wölfe von der Au war hier ansässig im 12. Jahrhundert. Sie waren treue Gefolgsleute der Wittelsbacher und bekamen deshalb den Ministerialtitel Schenken. Deshalb der Name Schenkenau, die Schenken von der Au. Hier an dieser Stelle befand sich früher ein schönes, großes Wasserschloss, umgeben von einem großen Wassergraben, den wir heute hier noch sehen. Allerdings wurde das Schloss im 19. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts, abgebrochen. Und was übrig blieb, sehen wir hier noch an dieser Stelle, diese Schlosskapelle St. Nikolaus. Im Innern der Schlosskapelle fand eine sehr große Renovierung statt, die im letzten Jahr abgeschlossen wurde. Im Mai war dann wieder Einweihung, Neueinweihung dieser Kirche. Es sind sehr schöne Altäre, auch aus dem frühen 19. Jahrhundert. Und unter anderem natürlich auch die Figur des heiligen Nikolaus mit seinen symbolischen 3 Goldbatzen in der Hand. Unser Projekt Kapellenwanderwege ist ein interkommunales Projekt, das entwickelt wurde zwischen den 2 Gemeinden Markt Hohenwart im Landkreis Pfaffenhofen und zwischen der Gemeinde Weidhofen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Es gibt in Steinerskirchen zudem eine Vernetzung mit dem ökumenischen Jugendkreuzweg, der vor einiger Zeit auch eingeweiht und eröffnet wurde. Steinerskirchen ist eine spirituelle Einrichtung, Kloster Steinerskirchen. Dort sind die Herz-Jesu-Missionare zu Hause, über 50 Jahre mittlerweile. Steinerskirchen ist ein Bildungszentrum, würde ich sagen, im Bereich der Diözese Augsburg, als Zentrum von der Diözese Augsburg natürlich auch mit gefördert, mit unterstützt. Und dort finden unterschiedlichste Kurse und Veranstaltungen während des ganzen Jahres statt.